Schönen guten, meine Lieben, noch eine Runde hier, Blackguards. Und ja, wir haben letzten Teil hier Naurims Axt wieder bekommen. Ich habe jetzt nochmal eben schnell offline hier so ein bisschen, also hier gerastet und den Streitgolben verkauft. Weil wir jetzt die Axt haben, ne, ist klar. Und jetzt kümmern wir uns um die Hauptquest wieder und gehen nach Tenesh. Oder Fenesh oder was auch immer, ne? Schauen wir mal, was es hier so gibt. Da sollen wir hin. Wir gucken aber erstmal, was der Händler dazu bieten hat. Endlich Kundschaft. Ja, Kundschaft. Der hat nur Pfeile oder was? Ist ja ein Ding. Lederhelm. 14 Dukaten. Proviant und sowas brauchen wir eigentlich nicht. Wurfaxt wäre für unseren Magier interessant, weil der hat ja, kann ja Wurfwaffen benutzen. Wir haben einfach gar nicht so viel. Wir haben eigentlich nichts, ne? Wir haben eigentlich mal so gar nichts. Und hier ist auch rund nichts. Na, dann gucken wir uns doch mal an hier, was er hier zu sagen hat. Und was hat er gesagt? Oh nein. Er sagte, das sind nicht die Druiden, die wir suchen. Die ganze verfluchte Mühe umsonst. Hey! Was wollt ihr? Wir sehen uns nur um. Jetzt bin ich in Schwierigkeiten, richtig? Bringt sie alle um! Naja, manche Objekte lassen sich sowohl zerstören als auch benutzen. Einzelne Kisten zum Beispiel mit Linksklick kannst du sie zertrümmern. Über das Handsymbol im Ringmenü kannst du sie verschieben. Ach echt? Benutze das Handsymbol, wenn du sicher gehen willst, dass du Objekte nicht zerstörst. Okay. Apropos Kisten. Waren hier nicht auch Kisten? Ich kann auch V drücken hier. Was ist da los? V, V, V. Keine Kiste zu sehen. Nirgendwo. Nirgend. Boah. Ja, was machen wir? Wir würden ja fast behaupten, dass unsere gute kleine Rachel, ich vergesse mal, wie sie heißt, ne? Ist nicht sehr vorteilhaft. Moment. Kann ich die Kamera... Wenn die Kamera jetzt noch drehen könnte, ne? Das wäre der Oberknaller. Sag ich dich, du. Das sag ich dich. Ich gehe mal mit dir hier hin. Und lass dich mal hier warten. Ja, das war eigentlich auch mein Ziel, dass die alle hier rüberkommen. Nur hatte ich das ein bisschen anders vor. So, dann hauen wir drauf. Zack, 9. Oh, die haben ganz schön viel... Oh, ja, so war das nicht geplant. Aber naja. 65%. Was können wir da machen? Wir können ja mal so einen kleinen drüber schleudern hier. So. Oh. Nächstes Mal, ja, wenn es nächstes Mal gibt. Wäre auch schön, ne? Komm, dann machen wir hier deine Great. Dann hauen wir den erstmal weg. Was ist jetzt los? Drücke H oder das Hotkey-Symbol 1, um die Hotkey-Leiste zu öffnen. Sie bietet dir einen bequemen Zugriff auf deine Lieblingsaktionen. Oh, wie süß! Ziehe Aktionen deiner Wahl aus dem Ringmenü in das freies Feld. Blabla. Ich mach das halt gerne, ne? Tatsächlich. Also wenn ich das da oben auf die 2 packe oder so, dann geht das oder was. Die Finte. Tun wir die mal auf die 2 legen. Mal gucken, was passiert. Du bist dran, oder was? Also warte mal, ich will das auch testen dann jetzt hier. Wenn ich jetzt die 2 mache. Nein! Okay, muss ich das halt nochmal mit dem Mausklick bestätigen dann. Ein Nein! Ach ernsthaft, das geht auch? Verdammte Scheiße, das wusste ich nicht. Ihr Sektorecke. Ist die jetzt da begraben? Oder was? Ach, für ihn kann ich das auch machen. Okay, dann kann ich immer die 2 drücken. Okay. Was hauen die mich denn hier alle? Die doof? Quark. Den hier. Scheiße. Muss ich die Kiste zerstören oder was? Die ist doch jetzt nicht tot. Benutzen. Kann ich jetzt die Kiste zerstören?
Hat die nochmal Schaden gekriegt hier, die Kleine, oder wie, oder was? Die kann ich jetzt auch nicht mehr heilen, ne? Also die hat jetzt ordentlich einen abgekriegt hier, das ist doch kacke. Ne, also ne, so nicht. Da müssen wir jetzt mal ordentlich hier zaubern, damit wir da noch durchkommen, ne? Ist klar. Halt durch, Zwerg. Zack. Nur so geht's. Ist ja doof. Das ist ja aber doof. Da habe ich überhaupt nicht gerechnet, ne, dass da jetzt irgendwie was um die Ecke kommt. Das ist ja vielleicht eine Scheiße, du. Zack. Ja. Da läuft er. Zack. Weiß ich nicht, ne? Komme ich hier? Kann ich hier noch was machen dann? Oder steht mein Zwerg im Weg? Nee. Zack. Kann ja wohl nicht sein, oder? Zack. So. Am besten bringen wir es sofort zu diesen Verrückten zurück. Glauben die sind nicht tot? Nee, ne? Ist hier ja nicht, oder? Oh, wir haben ein paar... Oh, Wurfmesser, gut. Können wir nicht rasten, ne? Das ist ja doof. Die schönste Rose droht. Was haben wir denn jetzt hier? Fex zum Gruß. Ja, Fex mit dir, mein Lieber. Gehärtete Lederstiefel. Einmal gehärtete Lederstiefel können wir euch verkaufen, weil wir nicht alle brauchen. Traumkraut. Das sollen wir also zurückbringen, glaube ich. Was hast du denn hier so anzubieten? Nichts, ne? Kampfstab. 2-7. Moment mal. Aber das ist ein Kampfstab. Das ist ja... Das andere hier, ist das ein Zauberstab? Oh, warte mal. Kriegst du hier noch einen Gürtel? Nö, kriegst du nicht. Moment mal. Der hat 2 Slots. Dann kriegst du den. Und den schäbigen Gürtel kriege ich dir. Und die Stiefel gebe ich dir. Genau. Und Items kannst du noch gebrauchen hier. Einen schwachen Heiltrank. So. Genau. Und dann kannst du, mein Lieber, noch die Wurfwaffe benutzen. Kannst du nicht. Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Wurfmesser. Er kann Wurfwaffen benutzen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das weiß ich ganz genau. Das ist ja wohl unglaublich. Das ist ja doof. Waffen. Achso, man kann das einen ausschalten. Ja, ist ja geil. Ist ja geil. Komm, wir werden zufrieden sein, denkst du, ja? Dann werde ich die noch verscheuern. Dann haben wir wieder 13 Dukaten auf der Tasche. Und die Wurfmesser, nun ja. Also, ich weiß jetzt nicht, warum der den nicht benutzen kann. Ich wollte aber wegen dem Kampfstab gucken. Ich hammel. 2-7. Klugheit minus... Also der unser Stab ist auf jeden Fall besser. Der hat nämlich Klugheit plus und astrale Regeneration plus. Und auch mehr Schaden, genau. Und der macht zwar mehr Parade hier, aber das... nö. Ich würde gerne schlafen. Ich würde gerne eigentlich gerne schlafen, ne? Leider geht das nicht. Nach Drolsasch wieder zurück. Gut, werden nicht aufgehalten. Hat hier auch was, ne? Dann können wir erstmal hier zur Wirtin gehen. Das machen wir als erstes mal und werden mal schön übernachten hier, damit wir alle wieder schön fit sind. Und dann gehen wir hier hin. Traumkraut geben. Eure Lieferung. Vielen Dank. Und unser lieber Freund? Wölfe haben ihn gefressen. Ihr habt Talent.
Unser Handelswagen steht für euch bereit. Wir können euch jederzeit ungesehen nach Drohl bringen. Und wieder hinaus. Danke. Ja, geil. Läuft. Es sind ganz schön groß hier, wie? Also, Verwundungen haben wir nicht. Wir haben eine Schmiedin. Eine Schmiedin? Ah, endlich Kundschaft. Ja, hallo. Einen Degen haben wir hier. Brauchen wir nicht. Ein Rapier. Ja, super, Ingo und Florett. Ein Degen, ja. Herzlichen Glückwunsch. Und ein Buckle. Ein Buckle. Ich brauche keinen großen Lederschild. Hm. Tja. Heiltränke, Tinkturen, Gifte. Ich habe alles. Ja, ja, das sagen sie alle, ne? Das sagen sie alles und dann hast du irgendwie nichts, ne? Items hat er. Ja, Schlangengift. Ach, Schlafgift. Hm, ist klar. Intuition. Das ist nicht Intuition. Ja, kann ich nichts gebrauchen, mein Lieber. Das tut mir very leid. Items. Muss man die in den Gürtel packen? Vielleicht? Zu den hängenden Gärten. Da sollen wir hin. Aha. Okay, will ich aber jetzt noch nicht gerade. Händlerin. Greif zu, Senora. Senora, bist du ein Gerät oder was? Was hat der? Wie viel hat er denn? Zwei Taschen. Für 10 Ducatos würde ich ihn vielleicht nehmen, jawohl. Ein Lederharnisch. Wäre was für unser Zwerg, aber so ein Gürtel wäre vielleicht auch was. Soll ich mal so einen Gürtel mitnehmen? 12 Dukaten, dann haben wir ja noch ein bisschen was übrig, ne? Das könnte man vielleicht mal machen. So. Waffen. Messer, Messer, nee. Items, Stolperroller, Wurfmesser. Aha. Ja, ich muss erstmal Dornenmatte. Ich muss erstmal ausprobieren. So, pass auf. Mal hier. Dann den Zwergengürtel hier. Wo ist er? Da. Zieh du den mal an. Und dann kriegst du den schäbigen. Und dann kannst du vielleicht die Wurfmesser benutzen. Jawohl. Krass. Wie jetzt? Alle? Kann man nicht alle reintun? Ist ja doof. Na, immerhin hat er ein Wurfmesser in der Hand. Oder am Gürtel vielmehr. Okay. Wir können noch ein bisschen leveln vielleicht. Charakterbogen. Naurim, Charisma, Intensiv, Blank, Körperkraft 410. Rachel, die braucht Körperkraft, ne? Attacke, Parade und so weiter und so fort. Aber eigentlich wäre es auch mal interessant, hier vielleicht was anderes zu nehmen für sie, sondern vielleicht so ein Wuchtschlag einfach mal für sie, ne? Oder defensiver Kampfstil. Und erhält dafür in derselben Runde eine zusätzliche Parade. Nee, also ich hätte schon ganz gerne auch so einen Wuchtschlag vielleicht. Ich habe echt hier falsch gemacht, ne? Weil ich habe überlegt, ob ich mit ihr so ein Dual-Wield mache, ne? Mit zwei Waffen. Am Anfang hatte ich das überlegt. Jetzt kann ich das mit ihr nicht nehmen hier, oder was ist los? Wieso kann ich das nicht nehmen? Ich habe 300 AP. Stimmt da irgendwas nicht? Wieso kann ich das nicht nehmen? Ich erfülle doch alles. Alle meine Sachen hier erfülle ich doch. Verstehe ich nicht. Niederwerfen, Wuchtschlag. Naurim. Was kostet 500? Ich kann mit dem auch nichts machen, ey. Warum nicht? Was ist das für ein Blödsinn hier? Bitte. Hätte ich das vorher schon irgendwie auswählen müssen? Nee. Aber ich werde doch hier mal irgendwann hochleveln können, oder nicht? Guck mal hier. Kann ich alles nicht machen, wieso nicht? Don't know that, baby. Mut, Klugheit. Klugheit kann ich nicht steigern, das wäre aber wichtig. Körperkraft ist nicht so wichtig bei ihm. Tja,
Ich will die Punkte jetzt hier nicht so reinballern, ne? Ich hätte ganz gerne mal einen anderen Schlag oder so. Vor allem bei ihr hier. Hätte ich dann wirklich tatsächlich ganz sehr viel gerne mal was anderes. Also einen Wuchtschlag einfach mal, ja? Das wäre doch was. Das würde mich doch freuen, ne? Das würde mich doch außerordentlich freuen. Wieso kann ich das nicht nehmen, bitteschön? Bei einem Lehrmeister. Ach so. Ja, warum sagst du das denn nicht gleich? Jetzt habe ich es gefunden. Jetzt habe ich es gesehen. Jawohl. Wenn ihr mal verwundet seid, kommt zu mir. Ja, wenn. Ah, endlich einmal gut gelaunte Gesichter. Das war ironisch. Du bist ja ein ironischer, du. Neuigkeiten? Irgendwelche Neuigkeiten? Kommt ganz drauf an, wem ihr Glauben schenkt. Seit einiger Zeit sollen immer wieder Menschen verschwinden. Junge, schöne Menschen. Es gibt aber auch Geschichten, in denen einige von ihnen wieder auftauchen. Ohne Seele. Entführung? Erzählen die Waschweiber auch, wer hinter den Entführungen steckt? Die fliegenden Füchse vielleicht. Die Räuberbande. Das würde mich wundern. Soweit ich weiß, fliegen die Füchse nicht mehr. Baroness? Wie geht es der Baroness Bellarita nach dem Tod ihres Gemahls? Es wird schlimmer und schlimmer. Inzwischen geht das Gerücht, der Baron sei vergiftet worden. Wie furchtbar. Die Baroness ist natürlich sehr mitgenommen. Nur zu verständlich. Und wer kann sagen, ob nicht auch ihr Leben in Gefahr ist? Aber keine Sorge. Die Leibwächter ihres Onkels lassen sie niemals aus den Augen. Übernachten brauchen wir nicht, ne? Danke. Lehrmeister, haben wir hier leider nicht. Marie, Luise, können wir mit den beiden nochmal quatschen? Schon zurück. Wir waren nochmal nicht weg. Wenn euch Spiele gefallen, wollt ihr vielleicht an einem etwas interessanterem Spiel teilnehmen. Das Risiko ist hoch, aber der Gewinn auch. Falls ihr Interesse habt, besucht uns doch bei Zeiten in unserer Villa in Kadrimstal. Kadrimstal, okay. Schade, dass wir hier keinen Lehrmeister haben. Ich würde jetzt gerne nochmal einen Lehrmeister besuchen, aber ich weiß nicht, ob ich dann nochmal hier reinkomme. Also werden wir jetzt erstmal hier so vorlieb nehmen müssen und ja. Aber wir werden uns erstmal um die hängenden Gärten kümmern und das werden wir beim nächsten Part machen, liebe Freunde. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.